Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich den Vergaser mal ausbauen, den mal sauber machen und mir auch die Membran anschauen. Dazu habe ich mal wieder meine GoPro mit dem GoPro Stirnband hier rausgeholt. Einfach, dass ich die Kamera nicht ganz Zeit umstellen muss. Die Aerox ist so ein bisschen, ja, die Aerox ist einfach ein Mädchen. Die Aerox denkt sich, nein Digga, bevor du mit mir Spaß haben kannst, will ich erstmal ein bisschen Liebe und Zuneigung von dir haben. Einfach auf mich drauf hopsen und Spaß haben, ist nicht Bruder, nicht mit mir. Es ist halt echt irgendwie so, ne? Werde ich jetzt erstmal hier einen Cut machen, baue jetzt mal die Sachen ab, weil das interessiert ja niemand und dann sehen wir uns gleich wieder auf der GoPro. Benzinleitung ist mir schon aufgefallen, wenn ich hier ein bisschen bewege, kommen hier immer Luftblasen durch. Seht ihr das? Ich das hier einfach. Das ist immer so ein bisschen. Ja, komm, das reicht. Das reicht auch. So, dann als nächstes Öl kommt. Nee, das ist Unterdruck. Öl, sage ich schon. Das ist Unterdruck. Okay, wir machen den Gaszug weg. Gott, ist der Gasschieber klein. Was ist das, ein 12er? Das ist ein 12er, oder? Das ist nicht mal ein 14er. Luftfilter runter machen. Es ist ja der neue Luftfilter. Und er ist noch nicht angeschmort. Ich habe nämlich extra Abstandshalter hier dazwischen gelegt, dass er hier nicht am Zylinder anliegt. Das ist nämlich von der Konstruktion her ziemlich mies gemacht. E-Choke müssen wir abstecken. Wo ist der Stecker vom E-Choke? Hier. Eieiei. Den finde ich ja nie wieder, wenn ich den jetzt abstecke. Da komme ich nie wieder ran. Wo ist... Ah, der Start. Gut, dann kann ich den nachher einfach oben drüber legen. Seht ihr? Kann ich den hier oben drüber holen. Okay, E-Choke auch weg. Dann diese komische Schraube da. Das ist wieder so ein Special-Bit. Aber auch das haben wir eigentlich. Oh Gott, wie viele habe ich davon? Welcher ist denn der richtige? Das wahrscheinlich nicht. Könnte... Die sehen alle gleich aus. Nee, die haben minimale Unterschiede. Das ist ja krass. Scheint zu passen. Spezialverbindung. What the fuck? Oh, sitzt aber stramm hier drin. Na. Komm mal raus. Vielleicht noch ein bisschen die Schelle lösen. So. Okay, Leute. Seitenschneide. Mach's gut, Ölschlauch. Und wir haben einen 12er Gurtner Vergaser. Also ein 12er Vergaser finde ich schon sehr klein. Oh lol, ich ziehe diesen ganzen Dingens hier raus. Aber ich will diesen Propfen da weg haben. Wegmachen. Weg mit dem Schmutz hier. Auf die Schwimmerkammer bin ich natürlich am meisten gespannt. Und auf den Membranblock. In der Schwimmerkammer ist kein Schmutz. Wenn ich das so richtig sehe. Eine feste Nebendüse haben wir nicht. Wir haben eine Hauptdüse. Und die Düse hier quasi vom E-Choke und vom die Nebendüse, das ist fest. Das können wir nicht ändern. Die einzige Düse, die wir ändern können, ist die Hauptdüse. Das ist alles sehr klein hier. Einmal Hauptdüse rausmachen. Dann können wir hier ordentlich durchspülen und sauber machen. Hauptdüse, boah, ist klein. Es ist eine 52, 62. Es ist eine 62er Hauptdüse drin. Also ein 12er Vergaser ist halt schon sehr klein. Also allein da, deswegen wäre ich schon fast geneigt. So, schwimmen wir mal ausbauen. Und Schwimmernadel. Ansaugstutzen runter. Ansaugstutzen ist, also der würde für einen 17er Vergaser auf jeden Fall reichen. Vom Durchlass her. Für einen 14er, für einen 17er, ja, würde der reichen. Membranblättchen sind aus Metall. Nee, sieht gut aus.
Das Pleuel hat seitlich ein bisschen Spiel, aber das ist ja normal, ne? Den Rest sehe ich nicht. Aber seht ihr, wenn ich diese Pleuelstange so bewege, lässt sie sich ein bisschen hin und her bewegen. Aber ich glaube, das ist normal. Jetzt vielleicht erstmal den groben Dreck mit Luft. Wenn ich jetzt hier reingucke, hat er mir hier Dreck rausgeballert. Ist nicht mehr. Dieser Anschluss hier vom Benzin sieht so aus, als ob der hier fast rausrutscht. Guckt mal. Der geht fast raus. Den würde ich ganz gerne einmal wieder richtig reinkloppen. Kann nämlich auch deswegen sein, ne, das ist ein bisschen konisch, dass er hier, deswegen, ich habe an der Benzinleitung gerüttelt und die ganze Zeit kam Luftbläschen durch. Jetzt holen wir einmal ein bisschen Bremsenreiniger. Da ist halt nichts mehr drin. Hier ist noch drin. Okay, nehme ich einmal diese leere Flasche. Mal durchspülen. Und hier auch. Aha. Kommt hier dann raus. So. Nächste Flasche. Mal grob durchgespült. So, einfach mal ein bisschen hier mit Bremsenreiniger einwirken lassen. Am besten wäre natürlich ein Ultraschallbad, was wir nicht haben. Aber so könnte es auch gehen. Aber der Membranblock. Okay, da kommt schon Dreck runter, seht ihr das? So. Da kommt schon, da ist schon Dreck runtergekommen vom Membranblock. Lul. Hände müsste ich auf jeden Fall gleich erstmal abkühlen. So. Brandblock ist wieder sauber. Wenn man ihn ins Licht hält, kein Spalt. So. Hier. Ah, hier ist der Düsenstock noch. Ist er gar nicht festgeschraubt? Nee. Aha. Also es gibt wahrscheinlich bessere und andere Methoden, so einen Vergaser sauber zu machen. Aber der sah jetzt auch nicht wirklich schlimm aus. Deswegen, ja, ich habe jetzt einfach mal meine Mittel und Wege genutzt, die mir so zur Verfügung stehen. So, eine Sache will ich jetzt auch nochmal testen. Ich habe hier noch einen alten 17er Vergaser. Genau, also wir könnten theoretisch eigentlich einen 17er Vergaser, 17,5er Vergaser kaufen und den da dran machen. Zum Ansaugstutzen würde er passen. Ja, weiß ich nicht, 12er Vergaser finde ich nicht so mega. Aber egal, wir bauen jetzt erstmal den Krempel hier nach und nach zusammen.
So. Damit haben wir den, und ihr seht schon, was allein von den Schrauben hier für ein Dreck im Becher ist. Damit haben wir den Vergaser jetzt erstmal gereinigt, wieder zusammengebaut. Und ich werde jetzt als nächstes die Dichtungen mal suchen, dass wir hier am Ansaugstutzen wieder eine neue Dichtung reinmachen. Dann werden wir den Membranblock wieder draufsetzen. Und ja, dann sehen wir weiter. So Leute, ich habe jetzt mal Vergaser wieder eingebaut, alles angeschlossen und Luftfilter wieder drin gemacht. Habe ich jetzt nicht gefilmt, weil ist im Prinzip immer dasselbe. Hier habe ich eine neue Dichtung drin, ne? Ich habe ja mein Dichtungspaket hier. Das heißt, da haben wir auch eine neue Dichtung drin. Ach ja, und weil immer Leute sagen, bei einer Aerox gibt es keine Dichtung für die für den Getriebedeckel hier, ne? Natürlich gibt es eine Dichtung für den Getriebedeckel bei einer Aerox. Nur die meisten Leute haben diese Dichtung gar nicht mehr. Es gibt keine Flüssigdichtung hier original. Da ist immer eine Papierdichtung drin. Wenn ihr euch mal an die ersten Videos zurückerinnert, wo wir die Ware noch offen gehabt haben, werdet ihr sehen, dass da standardmäßig hinten dran eine sichtbare Papierdichtung ist. Und wenn man einen Dichtungssatz bestellt für Aerox, kriegt man wieder eine Papierdichtung für Getriebedeckel. Also, ja. Manchmal gefährliches Halbwissen. Also hier sollte wieder Benzin gleich nachkommen, hoffe ich mal. Hier ist noch alles voll mit Luft in dieser Leitung. Sollte aber, sobald wir ein bisschen treten, gleich Benzin nachkommen. Gucken wir mal. Habe ich überhaupt... Ja. Ah ja, jetzt. Lul. Oha. Standgas ist noch zu niedrig. Also ich muss wirklich sagen, vergasertechnisch ist die Aerox wirklich der größte Schrott. Man kann nicht mal das Standgas einstellen, ohne dass man den halben Roller auseinanderbauen muss. Und selbst jetzt ist quasi eigentlich noch der Öltank im Weg. Also das ist wirklich, weiß ich nicht, was für ein Plastikingenieur sich das ausgedacht hat. Standgas erstmal vielleicht ein bisschen höher machen, damit er mir nicht gleich wieder ausgeht. Ich lasse das Standgas vielleicht erstmal grob so. Aber das sind einfach Geräusche, unregelmäßige Geräusche. Wasserpumpe kann es nicht sein. Ganz, ganz leise hört man ab und zu was. Wir werden hier definitiv den Motor neu machen. So. Ich werde jetzt als nächstes Mal den Sitz drauf machen. Dann werde ich mal eine kleine Runde fahren. Einfach nur, um zu gucken, ob wir das Problem immer noch haben oder nicht. Halbgas. Alles in Ordnung. Ich hoffe, ihr seht einigermaßen was. Halbgas, Viertelgas. Kein Problem. Okay. Wir fahren weiter. Oh, die Scheinwerfer sind schon so tief eingestellt wie möglich, aber sie leuchten immer noch irgendwo im Himmel. Ich fahre einfach mal hier ein paar Runden. Ich meine, der Roller ist angemeldet, ich habe Kennzeichen. Er ist nicht frinziert, aber die halbe Verkleidung fehlt. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Freunde, nächster Versuch. Lul. Spackt noch ein bisschen, aber nicht mehr so spackig wie vorher. Ich habe das Gefühl, läuft besser. Noch nicht perfekt, so wie ich mir das vorstelle, aber wir können die Nadel noch eine Stufe höher hängen.
Eine Stufe können wir sie noch höher hängen. So, meine Freunde, leider bei der entscheidenden Fahrt ist bei meiner GoPro der Akku leer gegangen. Die Vergasernadelclip haben wir jetzt, war bei der obersten Kerbe. Haben wir jetzt zuerst in die mittlere Kerbe gehängt, war schon besser. Dann haben wir den Clip noch eins tiefer gehängt in die unterste Kerbe. Also diese Vergasernadel hier bei diesem 12 mm Gurtner Vergaser hat nur 3 Kerben. Er hängt jetzt in der tiefsten Kerbe, dass quasi auch bei Halbgas die Nadel schon höher hängt. Er schon in dem Moment mehr Benzin kriegt. Läuft fast perfekt. Also ich glaube, für diesen Vergaser läuft es jetzt wirklich perfekt. So, nächstes Thema. SR70 hat mir das Problem, dass die SR70, wenn sie kalt ist, ganz schlecht anspringt. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite den E-Chuck, der in der SR70 drin war, den ich hier zum Testen eingebaut habe und mich gewundert habe, warum er sofort schlechter anspringt. Und wir haben auf der linken Seite den gleichen E-Chuck, allerdings der nicht lange in Betrieb war, weil ich dann irgendwann den Stecker abgeschnitten habe, weil ich den Stecker brauchte. Und wir sehen, dass bei dem, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, der E-Chuck, der in der SR70 drin war, die Nadel standardmäßig schon weiter draußen steht als bei diesem hier. Das heißt, der E-Chuck soll, wenn der Roller kalt ist, mehr Benzin durchlassen und wenn der Roller wärmer wird, kommt Strom drauf und dann geht die Nadel langsam nach außen und schließt die Düse. Wenn die Düse von Anfang an aber schon weiter draußen hängt, kann die im ersten Moment gar nicht so viel Benzin durchlassen, wie sie sollte. Das heißt, der nächste Plan für die SR70 wird sein, man kann es hier, glaube ich, ganz gut erkennen, den Unterschied. Der nächste Plan für die SR70, diesen Stecker hier dran montieren und dann schauen, ob die SR70 besser läuft. Leute, das war heute ein sehr erfolgreicher Tag. Bei beiden Rollern ist vergasertechnisch das Problem gewesen. Bei der SR70, so wie es aussieht, der E-Choke. Bei der Aerox war es, so wie es aussieht, die Vergasernadel, beziehungsweise generell, dass einfach der 12er Vergaser einfach zu unterdimensioniert ist. Läuft jetzt, wo die Nadel ganz oben hängt, also der Clip ganz unten ist, läuft es besser bei Halbgas. Alles andere werden wir beim nächsten Motovlog testen. Aber ich bin schon wirklich zufrieden mit diesem Tag und ich denke, dass es auch wieder ein längeres Video geworden ist. Aber auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Video. Und hey, wir haben den Vergaser gereinigt. Ist doch auch mal was, ne? Also meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao mit V.